Gemüsebrühe selbst gemacht. Wir brauchen sie immer für so viele Rezepte und wir kaufen sie immer im Supermarkt und das brauchen wir nicht mehr, denn wir wollen ja wissen, was wir drin haben. Und das ist ganz easy. Wir brauchen einfach nur Möhrchen, Sellerie und Lauch und das ist alles und eine Prise Salz. Und schon zaubern wir zu Hilfe mit natürlich einem Topf mit Wasser. Zaubern wir eine köstliche Gemüsebrühe und du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Du weißt nämlich, was drin ist. Die Zutaten haben wir direkt vom Bauern geholt. Das ist natürlich vielleicht für jemand aus der Stadt ein bisschen aufwendig, aber vielleicht kann man da mal eine Fahrgemeinschaft hinbilden oder wie auch immer. Es ist wunderbar. Man sollte das direkt vom Bauern holen. Der Vorteil ist, er verkauft einem auch Sachen, Möhrchen, Sellerie und Lauch, die im normalen Laden nicht zu finden sind, weil die ein bisschen krumm und schief sind, kleiner oder größer geworden sind, die nicht der europäischen DIN-Norm entsprechen. Tatsächlich, sowas gibt es und sind aber genauso lecker wie normale Möhrchen auch im Supermarkt, nur wesentlich günstiger. Ja, nutzt die Chance, guckt euch um, unterstützt die Bauern direkt vor Ort, denn die großen Handelsketten, die schlucken natürlich einen Großteil des Reibachs. Ja, wie auch immer. Macht die Gemüsebrühe selber, ich zeige euch, wie es geht. So, jetzt sehen wir uns unter dem Tisch wieder. Hier ist unser provisorischer Ofen. Und da machen wir jetzt ein bisschen Holz rein. Jetzt seht ihr mal den Kochtisch von unten. Denn wir arbeiten heute, kochen CO2-neutral die Gemüsebrühe. Besser geht's nicht. Holz habe ich selber aus dem Wald geholt. Ja, so sieht es dann aus. Und der kleine, mickrige Ofen, der wird unsere Gemüsebrühe jetzt erhitzen und kochen. So, jetzt kommt die Karotten, Sellerie und der Lauch einfach da rein. Und einfach, was man so noch hat in der Küche an Gemüse, das kann ja rein. Ja, alles bis auf Honig. Kein Honig. Ah, es ist nicht farbenfroh. Weiß, verschiedene Grüntöne und ein sattes Orange hat Gott uns geschenkt. Die schönen Karotten, sieht das nicht herrlich aus? Wunderbar. Auf die Menge kommt ein halber Esslöffel Salz. Die genaue Beschreibung und das Rezept verlinke ich euch unten in der Beschreibung. So könnt ihr das dann ganz leicht nachmachen. So, das köstliche Wasser, das muss natürlich in Berührung kommen mit dem Gemüse. Wie lange brauchen wir, Christine? Eine Stunde, gut. Eine Stunde und schon ist die tolle Gemüsebrühe fertig. Und ihr braucht nichts dabei tun, großartig. Einfach drauf tun, kochen lassen. Bei einem Holzfeuer natürlich im Auge behalten, sonst ist das Haus weg. Beim normalen E-Herd ist es unkomplizierter. Wie lange dauert es beim E-Herd ungefähr? Auch eine Stunde? Kommt drauf an. Kommt drauf Probieren. an, ja. Kommt auf den Heizer an. Aber ich heize heute gut, Und ich auf habe die gute Menge Laune. des Menge der Gemüsesorten auch. Genau. Okay, müsst ihr ein bisschen gucken. Beschreibung schreibe ich euch rein mit allen Varianten. So, meine Freunde, da seht ihr, ist jetzt ein bisschen schwer durch den kupferfarbenen Löffel das zu sehen, aber. Die Suppe ist schon ein bisschen gelblich geworden, die Gemüsebrühe. Ne? Man kann es ein bisschen erkennen. Was jetzt nach einer Stunde köcheln auf dem Holzofen. Und ja, dann kann das noch ein bisschen weiterziehen. So, wir kochen ja noch ein bisschen rustikal auf der Baustelle. Deshalb habe ich hier zwei Backsteine gemopst, die Reste sind, damit der Topf schön, ja, luftig stehen kann und nicht die Arbeitsplatte verhunzt. So, unsere Gemüsebrühe ist fertig. Man sieht es schön gelb geworden. Jetzt durch den Kupferlöffel vielleicht nicht so optimal, aber hier, so sieht die dann aus. Gelb-grünlich, so muss sie sein. Wie lange hat die jetzt geköchelt? 1,5 Stunden. 1,5 Stunden auf dem Holzherd, aber hätte man beim Elektroherd auch genutzt. Wir haben aber mit Holz aus dem Wald, was eh weg musste, weil es von Borkenkäfer befallen war, geheizt. Habe ich selber klein gemacht, gehackt, aus dem Wald geholt, zersägt, gespalten, getrocknet, fast 2 Jahre. Ja, damit ihr unsere Gemüsebrühe kochen kann. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hab euch lieb.